Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution. Und wir befinden uns gerade hier im tiefsten Eis und Schnee und bei den Mammuts. Und das hat auch einen guten Grund, weil es gibt eine sehr coole neue Mod und zwar diese hier. Das ist die Säbelzahnkatze oder auch Säbelzahntiger genannt. Smilodon auf Englisch. Richtig cool, es gibt jetzt einfach in Jurassic World Evolution eine Säbelzahnkatze, feier ich. Sieht sogar echt gut aus von der Bewegung, muss man sagen. Ist natürlich sehr, sehr schwierig, solche Säugetiere aus den Dinosaurier-Animationen und Skeletten zu erzeugen. Aber ich finde, das ist schon sehr, sehr gut gelungen. Die Farbe sieht auch sehr cool aus. Und natürlich hat er auch hier vorne diese spitzen Zähne. Der ist halt nur leider nicht so schnell unterwegs, wie er eigentlich in echt unterwegs ist. Der ist halt immer so ein bisschen am Schleichen. Aber selbst die Fressen-Animation funktioniert ganz gut. Ich meine, er geht hier nicht direkt an das Steak ran, aber immerhin zerkaut das auch wirklich. Mal näher rangehen. Also er nimmt das halt wirklich in den Mund und zerkaut das. Sieht ein bisschen komisch aus mit den Fangzähnen, diesen großen, die überstehen. Aber ich finde es trotzdem sehr cool. Vor allem, wir haben ja schon Mammuts und wir haben Terrorbirds und die Wollnashörner und jetzt auch noch den Säbelzahntiger. Deshalb befinde ich mich hier auch übrigens gerade in unserer Arctic Jurassic World. Weil dort gehört der Säbelzahntiger natürlich hin. Sieht auch ein bisschen seltsam aus, wenn er läuft, muss man sagen. Aber ich kann das halt nicht bemängeln, weil ich mich mega darüber freue. Ich finde die sehr, sehr gut gelungen, die Mod. Gerade so vom Weiten und so sieht das schon cool aus. Wir können uns gleich auch nochmal das Model gerne angucken. Jetzt steht er da ganz gut. Natürlich auch nicht das hochauflösendste. Also wenn man gerade so ranzoomt, sieht man das schon, dass es ein bisschen pixelig ist. Ich finde auch, dass das Gesicht da teilweise bei den Augen und sowas ja nicht ganz so cool aussieht. Das liegt aber einfach, glaube ich, daran, dass das halt nicht die richtigen Augenhöhlen sind. Das komplette Model wurde halt mega überarbeitet. Dafür finde ich schon echt cool. Ich kann euch ehrlich gesagt auch gar nicht sagen, für welches Tier oder welchen Dinosaurier der ins Spiel kommt. Aber der ist eine neue Spezies, das heißt, den könnt ihr einfach zum Spiel hinzufügen, ohne dass was anderes überschrieben wird. Falls ihr wisst, für welches oder welches Skelett der benutzt von den Dinosauriern, schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Na, der Schweif sieht auch ein bisschen seltsam aus. Ich weiß gar nicht, ob der auch... Doch, der war echt auch so kurz, sehe ich gerade. Ich habe hier gerade so Google-Fotos offen. Ich würde sagen, wir bringen den mal rüber in ein anderes Gehege und schauen uns den da dann nochmal ein bisschen genauer an. Achso, und bevor ich es vergesse, wir können uns den auch mal schnell zusammen im Entwicklungslabor angucken. Dort ist er nämlich auch gelistet mit eigenem Namen und eigenem Bild, nämlich Smilodon. Und hier seht ihr das Bild. Das ist ja bei den neuen Spezies immer so. Der hat übrigens Angriffswerte von 50 und Verteidigungswerte von 42. Und es gibt keine weiteren Skins. Das heißt, diesen Skin, den ich jetzt gerade freigelassen habe, den können wir nochmal gemeinsam freilassen. Das ist dann auch der einzige Skin. Finde ich aber bei dem Säbelzahntiger auch nicht so verkehrt. Weil genauso stellt man sich halt einen Säbelzahntiger vor, ne, in der Farbe. Ich würde mir halt echt noch wünschen, dass dieses ganze Fell und Federn und sowas, dass das noch ein bisschen schicker wird in Jurassic World Evolution. Das ist irgendwie noch nicht so gut umgesetzt. Wäre halt cool, wenn das echt in Richtung Planet Zoo-Tiere irgendwann geht. Aber ich weiß halt selber zum Beispiel auch nicht, wie man das macht. Deswegen hoffe ich einfach mal darauf, dass bald ein talentierter Modder kommt und das dann mal vollführt. Gerade bei solchen Tieren ist es natürlich ultra nice. So, da landet der Säbelzahntiger. Ich habe den jetzt einfach mal zu den Mammuts ins Gehege gepackt. Weil das passt natürlich ganz gut. Oh, das Wasser ist ganz schön tief für den, weil er so klein ist. Gott, was macht er jetzt?
Ich glaube, der trinkt. Ah, wie cool. Der andere auch? Ne, der andere läuft da. Das Mammut kommt aber direkt auf ihn zu. Nicht, dass sie gleich... Oh, er kann sogar sprinten. Schaut mal. Das ist ja cool. Also läuft er doch nicht immer so langsam. Das ist gut zu wissen. Können wir hoffentlich gleich nochmal beobachten. Ein bisschen genauer, wenn die aus dem Wasser raus sind. Weil die Sprintanimation würde mich nochmal interessieren. Weil das passt natürlich viel, viel besser zu so einer Raubkatze. Als dann immer dieses Rumgeschleiche. Komm, sprint mal los für uns. Wir werden uns den gleich auch noch im Kampf angucken. Ich kann den halt gar nicht einschätzen, was der für Animationen hat oder wie der kämpft. Weil ich halt nicht mal das Skelett kenne oder den Dinosaurier für den, der ins Spiel kommt. Sieht schon nice aus mit diesem Mammut im Hintergrund. Der ist halt perfekt für unsere Arctic Jurassic World. Hier sind ja eigentlich nur so Eiszeittiere. Die ganzen Säugetiere aus der Eiszeit. Komm, sprint mal los. Schnapp dir das Mammut, jag es. Wobei Mammuts standen, glaube ich, damals nicht wirklich auf der Speisekarte für Säbelzahntiger. Wollen wir doch mal versuchen, ob wir ihn so zum Sprinten animieren können. Mit so ein bisschen Leuchtgranaten. Aber der scheint ja gar keine Angst gerade zu haben. Das ist ja unglaublich. Der steht da einfach in dem Rauch und schüttelt sich. Normalerweise hauen die doch so ein bisschen ab vor denen. Guck mal, selbst das Mammut ist aufgescheucht und rennt. Der furchtlose Säbelzahntiger. An der Spitze der Nahrungskette. Er guckt einfach nur ein bisschen nach oben. Aber das ist ja krass, dass ich den nicht zum Rennen kriege. Vielleicht, wenn ich ihm was Gefährliches freilasse, was den jagt oder so. Das könnte man nochmal probieren. Und da sprintet er. Jetzt sehen wir es endlich. Durchs hohe Gras. Oh, der hoppelt so ein bisschen. Das sieht aber ganz gut aus. Und er kämpft hier direkt. Oha. Okay, der scheint irgendwie für den Nodo oder so reinzukommen. Sieht zumindest so wie so eine Ram-Attacke aus. Und er kämpft sogar gegen große oder mittlere Fleischfresser. Ganz schön krass. Sieht schon cool aus. Ich habe den übrigens modifiziert, damit er ihn auch besiegt. Finde ich aber nice. Also das ist keine schlechte Attacke für den. Jetzt kippt er auch einfach um. Das ist doch ganz elegant gelöst. Wow, fand ich cool. Sehr schön. Aber der hat zum Beispiel gerade nicht gegen... zum Beispiel den Raptor da gekämpft. Da hinten ist nämlich noch ein Velociraptor, gegen den wollte er nicht kämpfen. Aber macht dann natürlich Sinn, ne? Wenn er dann für den Nodo oder so reinkommt ins Spiel, dann ist das ja auch relativ logisch, dass er dann nicht gegen den Raptor kämpfen möchte. Auch finde ich cool, das ist echt gut gelöst. Ich hätte jetzt gedacht, diese Kampf- und Kill-Animation sieht jetzt total doof aus, aber das funktioniert echt gut. Und ich finde es auch besonders cool, dass der für so einen Pflanzenfresser reinkommt, vom Skelett und Model, aber trotzdem hier sich beim Fleischfieder bedient und dort frisst. Nice. Ich feiere die Mod und ich finde auch, die passt perfekt in unsere Arctic Jurassic World. Ich weiß nicht, ob ihr das Projekt gesehen habt. Falls nicht, kann ich euch nur empfehlen. Müsst ihr mal nachschauen. Da haben wir nämlich auch noch weitere Tiere, die natürlich in diese Zeit passen. Ich kann mal kurz hier durchfliegen. Ich weiß, das passt jetzt oder gehört nicht zu der Mod. Aber dann könnt ihr mal ganz gut sehen, was natürlich noch passend zu dem Säbelzahntiger ist, zum Beispiel hier die Dodos, die quatschen gerade. Gehen wir mal weiter in diese Richtung. Dort sind dann die Mammuts. Die habt ihr ja gerade schon gesehen. Und wenn man hier weiterfährt, kommt das nächste Eiszeittier. Nämlich die Wollnashörner. Die leben hier. Also falls ihr das mal sehen wollt, wie ich das hier alles gebaut habe, schaut da gerne auf meinem Kanal vorbei. Und es gibt sogar noch ein weiteres Tier, was da sehr gut zu passt. Nämlich hier vorne. Ja. Da ist nämlich der Terrorbird. Ich glaube, wir haben ja auch noch gefiederte Raptoren und. Aber das muss ich euch jetzt ja nicht alles zeigen.
Es geht hier natürlich primär. Oh, die Schlafensanimation haben wir auch noch nicht gesehen. Ja, die Beine. Okay. Die Beine sind ein bisschen verkrüppelt. Kann man nicht anders sagen. Sieht nicht so gesund aus. Naja, Leute. Ich glaube, ich habe euch die Mod ganz gut gezeigt. Ich feiere die. Ich finde die richtig cool. Richtig gut umgesetzt. Das Einzige, was ich mir noch wünschen würde, wäre halt, dass das Fell noch so ein bisschen schöner wird und auch das Model so vorne im Gesicht und sowas. Aber die Mod funktioniert schon wirklich gut. Die klingt auch gar nicht schlecht vom Sound und die Animationen funktionieren. Und das finde ich schon echt beeindruckend. Mega, mega cool. Die ist natürlich für euch unten verlinkt, falls ihr die mal selbst ausprobieren wollt. Und falls euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich auch selber ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.